Kraft ist super. So. Eingang. Wir wollten den Eingang machen. Pflanzen. Pflanzen, 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 Pflanzen. Bioma ist weg. So, und wieder so bunt wie möglich. Nein! Hm. Jo. Sieht gut aus. Bleibt so. Ich würde ja auch gerne so ein Blumenmuster reinmachen, aber ich bin äußerst schlecht, was Blumenmuster angeht. Nein, nicht in den Felsen rein. So jetzt. Ich hab immer noch nicht. Nee, das ist mein komischer Drosselstrau hier. Den habe ich gefunden. Aber wo sind meine Hortensien? Ich hab alles, nur meine Hortensien sind weg. Ja, ja, ich weiß, Überbelegung. Ist bekannt. Erzählt mir mal etwas, was ich noch nicht weiß. Veterinärforschung. Hm? Stimmt, und Musik könnten wir eigentlich auch noch einbauen. Es gibt nämlich so einen Musiklautsprecher. Das trägt dann so ein bisschen zur Atmosphäre bei. Hallo Kaya, schön, dass du reinschaust. Vielen lieben Dank für deinen Furz. Schön, dass du uns mit deinen Dämpfen begrüßt. Es war so schön ruhig in der Zeit. Ich war es los. Ich war es kurzzeitig los. Jetzt war ordentlich in den Stream gefurzt. Ja, danke. Vielen lieben Dank dafür. So, ich weiß nicht, ich versuche mich tatsächlich gerade so ein bisschen an einem Muster. Ja gut, schön ist was anderes, ne? Speichern. Hier haben wir wieder Gräser. Können wir damit reinpacken? Boah, Alter! Leute, was habt ihr für Blähung? Ihr solltet damit mal zum Arzt gehen. Also schön ist echt was anderes. Sieht nicht aus.
Es ist nur noch diese Ecke hier. Sehr schön. Toll, hier habe ich jetzt meine Hortensien. Eine Hortensie. Zweite passt da nicht mehr rein. Hat meine Katze gerade das Leben gekostet. Meine Katze ist sowieso nur noch am Sterben. Eine Katze tut nichts anderes mehr, außer sterben. Wir haben es gleich hier mit dem Dekorieren. Keine Angst. Wo waren denn nochmal die... Bin ich jetzt blind? Bin ich. Egal. Nehmen wir die Brennnesseln. Passen auf. So. Ich muss schon sagen, das ist so viel Ratings schon der. Das freut mich. Also vorher wart ihr mit dem Springen zufrieden und kaum könnt ihr furzen, seid ihr noch zufriedener. Mehr möchte ich doch gar nicht. So. Daher Kaya ja, ich glaube, nee, in den letzten zwei Streams warst du, glaube ich, nicht dabei. Deswegen, es hat sich ein bisschen was getan in diesem Zoo. Stimmt, wir könnten eigentlich auch mal in Besucherperspektive durchgehen. Was sagt er? Den Zoo mal aus Besuchersicht erkunden? Wobei, na gut, hier vorne ist noch nicht gemacht, ne? Mach mal. Warte mal, dann... Huch. Dann können wir es doch gleich mal ausnutzen, dass wir noch jemanden einstellen. Komm, so ein Sicherheitsdienst. Stellen wir mal ein. Wenn man nämlich den Zoo aus Besucherperspektive besuchen möchte, braucht man einfach nur Ticketcam eingeben und dann passt das. So. Also. Ich weiß nicht, warum wir so langsam gehen. Das ist eine Frage, die ich mir gerade sehr. Genau. Hä? Irgendeinem Grund kann man sich auf jeden Fall nicht mehr schnell bewegen. Ah, doch. Ach, dazu muss man jetzt die andere Taste noch mitdrücken. Oh Gott. Das ist aber ungewohnt. Ja gut. Aha. Jetzt stell doch Bingo Boffin ein. Ich glaube, dann würdest du freiwillig den Stream nicht mehr gucken. Also eigentlich, das sieht schon geil aus, oder? Wenn man so reinkommt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das das eine Kürze war. Ja, wo ist up to date? Das ist gut. Auf jeden Fall kommt man hier so schön ins Zoo rein. Das ist aber echt geil. Ich darf da, glaube ich, keine Bäume hinstellen, damit man da noch die Besucher sieht. Ah! So, ein Toilettenhäuschen für eure Blähung. Mitarbeiterweg. Ja, doch, ich finde. Der Platz sieht eigentlich ganz gut aus mit so den ganzen Blümchen. So. Aber wenn du Diät machst, dann darfst du ja eigentlich auch kein Bier mehr trinken. Frisches. So, perfekt für uns die Tür geöffnet. Sehr gut, danke.
Ich werde ja noch angesprochen, einfach die Stimme aus dem Jenseits. Kann man? Tatsächlich, man kann rüberlaufen. Bier ist in Ordnung. Naja, eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. So, kann man hier hinten wieder raus. Das ist der Weiße. Sehr schön. So. Gut, hier vorne kann man nicht viel machen. Ah, hier hinten habe ich vergessen weiterzumachen mit denen. Stimmt, da kam ich auf die Idee, die Bäume reinzupacken. So. Sieht aber echt schon gut aus. Sieht das hier aus? Ja, doch. Sieht ganz schick aus. Ja, irgendwas vergessen? Nein. So, unser kleines Panda-Gehege. Das kann ich hier. Doch, bei den rosa Flamingos warst du, glaube ich, noch mit dabei. Ah ja. Glaube ich. Immer, wo ich angefangen habe. Aber auch cool. Läuft man hier oben einfach mal mit den mit den Pflegern lang. Bloß nicht runterfallen. Oh. Okay, das muss ich nochmal ausbessern. Hier guckt der Rasen, die Pflanze durch. Sag es, du schießt nicht unbedingt mal. Dein Powerboard lassen, aber insgesamt ist es ekelhaft. Ja, also Sushi selber mag ich auch überhaupt nicht. Ich kann es doch nicht mal riechen. Selbst der Geruch ist schon. Ach. Ich mag Sushi. Echt? Na gut, aber. Ja, jedes das seine. Wie gesagt, ich pack mich nie. Nee. Wie gesagt, ich kann's doch nicht mal riechen. Oh, da sind die roten Pandas. Die kleinen. Ich stehe doch so wie. Nein. So. Hier ist unser überfülltes Gehege. Da sind einfach zu viele Viecher drin. Hat das Ding überhaupt schon mal jemand benutzt? Ich glaube nicht. So, ah stimmt, unsere Tunnelarbeit können wir uns einmal angucken. Die ist noch nicht komplett fertig. Fehlt noch einiges, aber sieht geil aus, oder? Achso, ja, da geht's ja nicht weiter. Ob wir höchstens irgendwo ein anderes Feld. So, wie immer, so ein echter Tierpark. Ja, viel Mühe, viel Liebe und auch viel von euch mit drin. So, und hier. Irgendwie, der Übergang ist irgendwie cool. So wirklich ein bisschen asiatisch. Und dann geht's hier so in diesen richtig geilen Wald. Von uns gefurzt. Nein. Nein. So. Ah ja, hier muss ich den Rasen auch noch wegmachen. Das sieht nämlich auch so nicht schön aus. Ah, doch. Das hier kann sich echt schon sehen lassen. Der Wald ist toll. Je nachdem, was denn hier noch für Tiere reinkommen, könnte man hier ja echt so einen Tropenwald hinmachen. Weil Tropen wäre dann ja auch nochmal so ein bisschen frühlingshafter, bevor es dann halt Richtung Afrika geht. Gut, die Gorillas sind schon Afrika, aber dann kann halt nach diesen Tropen, kann es dann halt wirklich so in Dingens Sommerregion gehen. Aber das dauert noch. Wir haben so viele Frühlingstiere quasi. Gut, hier muss ich noch den Wegflug weitermachen, den Steinchen. Ich kein Lumpst. Ey, man darf sie auch mal selber loben. So.
Nur die Hütten habe ich nicht selber gemacht. Dazu wäre ich jetzt echt zu faul. Hi, du auf der Stream. Schön, dass du da bist. Wir haben tatsächlich schon einen Affengehege. Stehen wir da tatsächlich gerade drüber. Das ist das Gorilla-Gehege. Alter, was war das denn für ein Sprung, ey? Was war das denn für ein Sprung? Alter. Alter Verwalter. King Kong. Ja. Ich bin der fette Silberrücken da hinten. Ist ja, ja, klar, natürlich. Natürlich bist du der fette Silberrücken. Chef muss Donkey Kong heißen. Ich kann ihn gern gleich so benennen. So, hier kann man einmal auf den Eingangsbereich runtergucken. Da kann man dann später noch in die Ferne gucken. Kann man dann noch Looky Looky machen. Da sieht man noch Klos. Also man kann tatsächlich so von einigen Stellen aus echt so über den Park rüber gucken. Das ist echt cool. Hier geht es dann wieder zu den Affen. Hier kann man diesen anderen Bombturm oder wie der heißt, beobachten. Wie viel sind wir denn nachher bei euch? Wir sind zu viert. Zu viert. So. Jetzt kann ich einmal hier wieder rausfütschen. So, Geschenk. Geschenk nehmen wir an. So, das auch. Aber wir spielen nicht Widget. Naja, das hast du ja nicht allein zu entscheiden. Nicht wahr, Frisches? Also, ich hätte nichts dagegen, wenn wir zu viert Widget spielen. Dann könnten wir zumindest mal alle auf einer. Oder alle in der großen Runde. Großen Runde spielen. So, ein Jäger, drei Hexen. Wäre doch cool. Macht zumindest mehr Spaß als ein Jäger, zwei Hexen. So. Hallo, mein Süßer. So, dein Name soll ab heute heißen. Okay, komm. So. Umbenannt. Donner. Donkey Kong. Jetzt haben wir einen Donkey Kong. Schön, mein Süßen. Ganz, ganz schön. Ja, ich weiß, dass ihr Krokodile überbesetzt seid da hinten. Das ist mir bewusst. Kann ich denn jetzt endlich welche von euch wieder loswerden? Krokodile, ihr macht mich fertig. Ja, wir können wieder einige loswerden. Und das sind sogar alles Männchen. Das ist super. Dann kommt später Donkey Kong Junior. Ja, die wollen ja nicht. Die wollen einfach keine Babys machen. Ich weiß auch nicht, was mit denen los ist. Die weigern sich. So. Odonwerte sind irgendwie ganz gut. Hauen wir die Preise mal so ein bisschen nach oben. Allein weil du ein Albino bist. Würde ich ein bisschen mehr. Das ist ein bisschen größer. Also wie gesagt, ich mag überhaupt gar kein Sushi. Das ist so. Nicht ins Zoo setzen. Irgendwie ist das eh meins. Ich hab's mal probiert. Verschiedene Sorten. Aber. Nee. So, wir können dann auf jeden Fall gleich mal gucken, welches Tropentier wir noch reinsetzen können. Mhm.
Gut, dann setzen wir den Preis nochmal ein bisschen runter. Vielleicht will den dann jemand haben. Haben wir Belohnungen? Nein. Doch, haben wir. Ich hoffe, wir machen verlegen kostenlos. Ja, klar. Komm, kostenlos. Du bist du. Du bist Veterinär. Was haben wir denn noch für Tropentiere? Stimmt, asiatischen Tropentiere. Danach suchen wir. Ich fange erstmal wieder unten an. Und das ist über oben. Scrollen. Schimpanse. Das auch. Ja gut, die Kapuzineräffchen könnten in die Tropen. Gut, Warzenschweine könnten auch in die Tropen, könnten aber auch Grasland. Möchte ich, glaube ich, aber eher zu Sommer packen. Rampeltier ist zu Asien, aber zu Dingens, ne? Stimmt. Nordamerikanische Tiere könnten auch eher, oder könnten zu Herbst. Da könnte ich zumindest Herbstbäume reinpacken. Ich denke, dass die... Ihr wollt es noch teurer haben, obwohl ich keine neuen Tiere reingepackt habe? Er konnte schon meine Katze ermordet. Das war keine Absicht. Nur reicher Schwede. Sorry. Kann ich ja nichts für. Mach nur mal Kohle. Money, money, money. Makes me funny. In the rich man's world. So. Ja gut, der taiwanische Schwarzbär, aber Schwarzbären gehen sowas von ins Geld. Das möchte ich noch nicht. Stimmt, Wüste ist das. Wüste ist ja Sommer, ne? Ja. Sonnenbär. Wer? Guck mal, aber möchte ich eigentlich? So. Schneeleopard wäre dann halt eher Winter. Mit den Rothund. Nicht nur wegen des Bildes, möchte ich halt eigentlich auch eher Richtung Herbst packen. Roter Wari. Wir könnten rote Waris reinpacken. Ich glaube, wir bleiben bei Affen. Roter Wari, Kapuzineräffchen. Riesenotter. Aber ich glaube, die gingen auch ein bisschen ins Geld. Oder Okapis. Weiß ich nicht. Also ich habe mal nachgeguckt, ob das vielleicht nur bei der Katze so ist, aber angeblich können alle Katzen sterben. Ich habe vorhin extra nachgeguckt, ob das vielleicht nur bei der möglich ist, aber nee, das können alle. Nur meine kann das. Ja, Okapi sind halt wirklich nur... Also, was hatten wir jetzt? Roter Wari, Okapi oder Kapuzineräffchen? Da gucken wir jetzt mal, welches... Okapi. Wäre preiswert. Komm, machen wir. So. Die bestimmt beim Anwender, weil das würde ich für mich nicht mehr ertragen. Was... Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist dem so.
Übrigens einen Traumresthofen entdeckt im Internet. Ah, ja. Sehr schön. Das brauchen wir uns noch gar nicht angucken. Ja. Gut, dann können wir... An den Spiegeln mache ich dann noch was? Perfekt, aber das dekoriere ich dann noch um. Keine Angst. So, Wege. Oh Mann, Frisches. Was stimmt nicht mit dir?